Herzlich willkommen zum Little Talks Podcast. Hier geht es um reale Geschichten von inspirierenden Persönlichkeiten. Die Welt verändert sich. Inspirationen sind überall, genauso wie Geschichten. Es war noch nie so einfach, sich zu vernetzen und seine Geschichte zu teilen. Little Talks vermittelt in 30-minütigen Interviews spannende Impulse, welche bewegen, zum Nachdenken anregen und Identifikationspotenziale schaffen. Das ist Little Talks. Mein Name ist Robert Bacher. Und mein heutiger Gast ist Christina und Katrin Schweinberger. Beide sind 1996 geboren. Sie sind Zwillinge und sie sind in Jembach, einem kleinen Ort in Tirol, aufgewachsen. Aber mittlerweile sind sie in der großen Welt draußen, nämlich in der großen Radsportwelt, denn sie sind Rennradprofis und sind beim Team dabei Dolcini van Eyck Sport. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen und ich freue mich jetzt auf ein spannendes Gespräch mit Christina und Katrin. Hallo. Hallo. Hallo, danke dafür. Ja. Würdet ihr sagen, ihr seid erfolgreich? Also als Sportler will man ja immer mehr und hat so seine Ziele vor Augen. Aber wenn wir jetzt uns anschauen, wie weit wir eigentlich schon gekommen sind und wo wir gestartet haben, dann würde ich eigentlich schon sagen, dass wir eigentlich ganz erfolgreich sind, den Weg, was wir bis jetzt gemacht haben. Ja. Genau, also wo wir klar waren, da war immer das Ziel in ein Team fahren, international, Belgien, Flandern, Rundfahrt und so weiter. Die besten Rennen, was es gibt. Das haben wir alles geschafft, aber jetzt die Ziele haben sich auch weiterentwickelt. Deswegen. Ja, man will halt immer an sich arbeiten und besser werden und dann, und es ist ja auch gut so, weil sonst macht man es ja nicht weiter, wenn man sagt, okay, jetzt habe ich das erreicht, jetzt reicht es. Also, wir haben schon mehr erreicht, wie wir gemeint haben, aber es ist halt, man will halt immer mehr noch. Ja. Das heißt, immer weiter, immer höhere Ziele stecken und so weiter? Ja, also man vergisst es dann auch manchmal wieder zurückzuschauen, wie weit man gekommen ist oder vor allem und dann in einer Phase, wo es mal nicht so läuft, denkt man sich, ah, das gibt es ja nicht, kein Ergebnis, eigentlich die Form passt, was ist los, aber wenn man dann wieder zurückschaut und sieht, was man dann doch, dass man viele Rennen gewonnen hat und eben gegen die Weltspitze da fährt, dann kann man dann eigentlich schon wieder manchmal zufrieden sein und sagen, ja, eigentlich hat man schon ein bisschen was erreicht bis daher. Gut, also jetzt haben wir mal das Thema Erfolg geklärt. Jetzt ist die Frage, war das immer schon klar, dass es in diese Richtung geht, dass da irgendwo irgendwelche Erfolge kommen? Oder habt ihr mal gedacht, okay, ich schmeiß jetzt das Rad in die Ecke und lasse das alles, weil das ist sowieso alles nur blöd? Ja, also im Nachwuchsbereich, da war das halt alles noch anders, vor allem in Österreich, da haben wir immer oder oft erst die zweite waren und die Cup gewonnen und so. Dann stellst du dir schon vor, ja, dann gehst du mal in die Europameisterschaft, da reichst du auch alles nieder und so. Aber dann, ja, und so einfach war das dann doch nicht. Und dann, wenn man jünger ist, dann ist schon der Spaß im Vordergrund eigentlich. Genau. Also da kommt dann der Erfolg eigentlich so ein bisschen nebenbei, weil man einfach mit dem Verein unterwegs ist und mit dem Club halt und man hat ein lässiges Wochenende mit anderen jungen Leuten und man genießt es dann eigentlich auch ein bisschen so am Wochenende bei den Rennen zu sein. Und je älter man wird, desto professioneller wird es halt und desto mehr Druck kommt halt dann auch. Und dann, wenn es halt einmal nicht so läuft, dann hat, glaube ich, jeder schon mal den Gedanken gehabt, ach, was soll das. Aber man macht weiter und dann gibt es halt auch wieder schöne Momente, die was dann halt auch wieder pushen und dass man halt dann weitermacht. Ja. Wenn du mit 19 so in die Weltspitze oder in die internationalen Rennen einsteigst, wo die Weltmeister und alles fahren, dann kannst du nicht, oder, also du bist jetzt Ausnahme miteinander, aber dann es gibt halt Zeiten, wo du halt nicht mehr fahren mitfährst und dann musst du halt auch an das gewinnen, aber kann man auch wieder andere Zeiten sehen. Wie geht es hier mit dem ganzen Druck um? Also wer ist grundsätzlich euer Herausforderer? Also sagt sie, okay, ich will mich immer selbst verbessern und ich bin so quasi mein größter Gegner? Oder schaut sie immer zu anderen Leuten und sagt, okay, ich will besser sein als wie diese Person? Oder wie macht sie das? Also ich habe lange ein Problem gehabt, dass ich mir selber zu viel Druck aufgelegt habe. Weil ich gesagt habe, ich muss jetzt da bei dem Rennen gut sein, ich muss jetzt da ein UCI-Podium rausfahren. Und es hat halt dann auch zu einem gewissen Grad gut geklappt, aber irgendwann, wenn es halt dann mal nicht mehr so läuft, dann wird es halt schwieriger. Und dann machst du nur mehr Druck und dann kommst du in so eine Spirale rein, wo du dich eigentlich nur weiter durchziehst. Und deshalb musst du dann wieder anfangen, einfach dir selber den Druck wegzunehmen. Weil von außen kommt eigentlich gar nicht so viel Druck. Man macht sich wirklich das eigentlich hauptsächlich selber. Also ich glaube, das hast du ein bisschen besser als wie ich, weil ich kann zum Beispiel, wenn ich auf Instagram andere Profis anschaue und so, sehe, dass die jetzt 50 Stunden trainieren wollen, so, egal ob ich jetzt das gestern gemacht habe oder so, dann denke ich mir, ja, heute muss ich das jetzt auch tun, weil der das jetzt auch tun hat. Ich lasse mich schon beeinflussen von anderen, aber ja, das mache ich jetzt nicht so wieder, also das genau, ist dann ja eher,
Ja, aber zum Beispiel kostet Strava, weil ich komme nicht durchschauen, was andere so trainieren, weil ich muss mich auf mich selber konzentrieren und dann. Ja. Sieht man das am Abend um 22 Uhr im Bett und denkt sich, jetzt muss ich nur aufs Rad. Ja, genau, der andere hat das auch gemacht. Ja, genau, das ist bei dir schon oft so, ja. Oder warst du jetzt gesehen, der trainiert das oder das und nachher lässt du dich gleich einfließen, obwohl dein System für dich wahrscheinlich eh genau perfekt so funktionieren täte, aber man lässt sich halt, ja, man darf sich nicht zu viel beeinflussen lassen von anderen, weil oft ist ja, wie man eben mitkriegt, fake, die ganzen Social-Media-Kanäle, was da teilweise gepostet wird, kann man auch nicht immer alles glauben. Und ja, muss man da ein bisschen hinterfragen dann und sich auf sich selber konzentrieren wieder dann. Aber ist das nicht ein bisschen so tricky, also wenn man sich eine ganze Zeit mit anderen vergleicht, weil die kriegen das ja eigentlich so, außer bei Strava, aber kriegen sie ja eigentlich gar nicht mit. Ja. So, also man ist ja dann selbst eigentlich nie die Person, die was dann hingeht und sagt, ja, jetzt habe ich aber auch trainiert, weil was interessiert ist dann eigentlich die andere Person. Also man weiß ja eigentlich gar nicht, dass man versucht, etwas in der, ja eigentlich die andere Person zu challengen. Okay. Und dann hat man auch irgendwie nicht so das Erfolgsgefühl, oder? Na, also für mich ist schon klar, dass mein Ziel besser, immer für mich besser zu sein, also besser wie gestern war oder so. Aber trotzdem ist unterbewusst immer da, wenn ich besser werden will, dann muss ich das trainieren, was zum Beispiel die fünf Leute trainiert oder so. Aber das ist ja, das konnte ich im Moment noch gar nicht so machen. Und sicher interessiert dich das nicht, wie viel ich heute trainiert habe. Obwohl ich dann schon auch wieder glaube, dass es Leute gibt, was dann auch wieder schauen, was du trainierst zum Beispiel. Ja, wahrscheinlich schon, ja. Es ist einfach, ich weiß nicht, da hat es mir so ein Sprichwort gegeben, also wenn man anfängt zu vergleichen, dann hört eigentlich das Glück auf, weil es gibt immer jemanden, der was besser ist wie du, aber es gibt auch sehr, sehr viele Leute, die was schlechter sein. Also man sollte nicht zu viel vergleichen, glaube ich, mit anderen, mehr mit sich selber. Ja. In dem Sinne ist ja gerade eigentlich ein Buch, da geht es um einen Mönch und einen Millionär. Und der Millionär ist ja quasi nach Thailand, der hat dann Urlaub gemacht und dann bleibt er in dem Kloster sitzen, weil er draufgekommen ist, dass quasi alles, was so von außen kommt, dass diese Millionen und große Firma und so, es gar nicht zählt, sondern dass eigentlich das Glück immer im Inneren stattfindet. Und es ist ja so, wenn man was hat und man kriegt was, man will ja dann trotzdem mehr. Es ist ja nicht so, nur weil man das jetzt hat, dass das dann passt und eben Millionäre, die wollen dann nur mehr haben und nur mehr Geld haben. Irgendwie gehört das auch dazu als Sport, Leute. Dass du immer ehrgeizig bist. Und das ist so eine Gratwanderung wahrscheinlich, wo du halt für die zufrieden sein musst, was du geschafft hast, aber trotzdem mehr willst, ohne und dass du an dich selber arbeiten willst. So, hört sich eigentlich gerne, wenn irgendjemand sagt, ihr seid erfolgreich, weil dann könnte man ja meinen, boah, ich bin eigentlich schon ganz gut unterwegs, jetzt lehne ich mich einmal zurück. Also wie geht es ihr damit um, wenn irgendjemand von außen sagt, okay, ihr seid erfolgreich? Ich sage immer nein. Also ja. Eigentlich, ja, ich fühle mich jetzt auch nicht so erfolgreich, weil es gibt sehr viele gute Sportler in Österreich, die Weltmeister sein, Europameister und so weiter. Ja, das haben wir noch nicht erreicht. Also kann man das jetzt einfach gar nicht so sagen. Das ist eine Ansichtssache. Also wenn meine Mama zu mir sagt, wir sind erfolgreich, nehme ich jetzt anders auf, wie, keine Ahnung, wenn irgendein großer Radlfahrer von Belgien zu mir sagt, ich bin erfolgreich. Deswegen. Okay. Und wart ihr schon einmal, seid ihr zufrieden? Weil wenn man sich ganze Zeit selbst battelt und ganze Zeit gegen sich selbst kämpft und sagt, okay, ich will besser werden, als wie ich gestern war, ist man dann, man kommt ja eigentlich nie an, oder? In der Zufriedenheit. Nein, eigentlich nicht. Also, wie geht man mit dem um? Es ist echt schwierig, weil so das Radfahren nimmt einfach so einen großen Platz ein, tagtäglich, also den ganzen Tag dreht sich alles um Radfahren. Sei es Training, Ernährung, Regeneration, ich muss halt früh schlafen gehen, also 9 Stunden schlafen und so weiter. Und dann muss man sich manchmal einfach mit anderen Dingen wieder ablenken und mit Freunden, Familie, andere Sportarten machen, Paragliden, wie zum Beispiel wir jetzt das letzte Jahr entdeckt haben. Man muss ja schauen, dass man mental frisch bleibt. Ja, dass man mental wieder frischer bleibt und mal das Radfahren ein bisschen auf die Seite legt. Dann kann man schon wieder zufriedener werden, glaube ich. Wenn man immer den Fokus halten muss, dann brennt man dann ein bisschen aus wahrscheinlich. Hat man selber manchmal mitgekriegt, dass es auch nicht cool ist. Man muss auch wieder mal ein bisschen auch auf dem Gas und ich dann wieder frisch einsteigen. Also, ihr arbeitet ja auch am Hof, oder? Genau. So teilweise mit dem. Ja, wir helfen nicht auf dem Thema. Schon auch, aber es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt von daheim aus den Druck kriegen. Oder ja, oder, also wir haben wirklich so sportlich, haben wir das eigentlich alles selber entschieden, wie das jetzt weitergeht und was wir da machen. Und es war auch nicht immer einfach, weil
du fängst halt, wir haben wirklich so von ganz unten angefangen, haben uns so Schritt für Schritt dann aufgearbeitet, zum Beispiel in Deutschland in einem Clubteam, was ein bisschen größer schon war, wie wir davor im Verein gewohnt sind. Und dann halt das erste Mal nach Belgien und dann meint man schon, zuerst geht man jetzt das Risiko ein. Und ja, man muss halt auch manchmal ein bisschen was riskieren und halt mal aus der Komfortzone heraus dann. Würdet ihr rückblickend betrachtet irgendetwas anderes machen? Also ich habe mal gelesen, ihr seid jetzt um 0 Uhr, also um 3.30 Uhr in der Früh aufgestanden, damit ihr das alles so unter einem Hut kriegt. Würdet ihr das im Nachhinein betrachtet zum Beispiel anders machen? Oder was würdet ihr grundsätzlich anders machen zu der Vergangenheit? Also damals, zu der Zeit, wo ich in die Kaschino gearbeitet habe, da haben wir es schon extrem betrieben. Also da war halt noch, da haben wir einen Trainer gehabt, wo das nach alten Schema so gelaufen ist. Also mehr ist mehr, so Leihstunden von nichts Intensives und mehr Stunden ist besser. Und deshalb, dass du die Zeit unterkriegst, haben wir halt so früh aufstehen müssen. Und im Endeffekt hat mir das dann auch fast die ganze Saison gekostet, weil ich eben dann Herzmuskelentzündung gekriegt habe. Und unsere Gemeinsamkeit. Genau. Und deswegen hat es eigentlich mehr gekostet, als ich, weil bis ich da mal ausgekrabbelt habe, das hat ja die Saison danach nicht gedauert. Und also ja, das war fast so ein Punkt, wo ich fast gesagt habe, jetzt lasse ich es, weil das hat, wenn es die Gesundheit kostet. Und wenn man jetzt was anderes machen würde, wäre es wahrscheinlich weniger stressen und ein bisschen lockerer. Ja. Weil da waren wir ja noch relativ jung, oder? Und da, ja, da haben wir uns schon so gestresst, dass man das alles perfekt macht und so. Und dabei war manchmal besser, mal einen Ruhetag einlegen, anstatt das Training noch einzudrücken. Das würde jetzt junge Radfahrer oder junge Sportler empfehlen. So mit 17, 18 oder 16 und dann sich nicht zu viel stressen, weil die Profizeit, die Kinder erst noch und dann kommt es drauf an und wenn man sich da versaut in der Zeit noch hat, kann man auch schnell die Freude verlieren. Ja, dann ist der Spaß auch nicht mehr dabei und dann, das sieht man, da lassen es dann auch viele. Genau, also Ort, alle, was mit uns gefahren sind, wir waren wirklich ein starker Jahrgang, 96, 95, da sind wir die Einzigen, was übrig sein. Es kommen halt dann Sachen dazwischen und dann verliert man halt die Freude daran. Aber warum habt ihr weitergemacht? Also wenn ihr die einzigen zwei seid, was unterscheidet euch von den anderen? Ich glaube, das kann ich wirklich sagen, dass wir wirklich nicht so schnell aufgeben. Yeah. Auch wenn es richtig hart wäre. Also wir haben auch schon richtig harte Zeiten gehabt, wenn wir beim Rennen waren im Hotelzimmer und haben echt beide geredet. Was soll das? Das geht nicht. Und dann haben wir halt doch nicht aufgegeben und weitergefahren und dann kommen halt auch wieder die Erfolge und dann ist halt umso schöner dann. Genau da kommt dann das Gefühl, wenn du jetzt aufhören darfst, wenn du so am Boden bist eigentlich, dann hast du es eigentlich nicht geschafft, oder? Und dann merkst du halt, dann, auch wenn du den im Sinn hast, ich mag nicht mehr, dann denkst du, jetzt rappel mich nochmal auf und schau, dass ich es gut mache und dann kommt halt eh wieder der Erfolg und der Spaß wieder zurück und nachher löst sich das Problem einfach selber. Und vielleicht hilft es auch, dass wir zu zweit waren. Ja. Eine hat die andere immer ein bisschen mitgenommen. Ja, also es war selten mal ein Moment, wo man beide so wirklich einmal so eine Niederlagsphase gehabt haben. Es ist dann, einmal geht es den einen besser, dann geht es den anderen wieder schlecht und da tut man sich dann gegenseitig dann wieder ein bisschen rausholen. Dann war das nie Konkurrenzkampf zwischen euch? Also würde ich jetzt wirklich sagen, nie. Also es war nie ein Moment, wo ich mir gedacht habe, jetzt ist die Geschichte vor mir oder so. Also das ist wirklich, also wir sagen oft, Hauptsache eine von uns da, dann passt schon. Also das ist dann egal, wer gewinnt, Hauptsache eine. Familienname jetzt. Ja, genau. Deswegen glaube ich, gefällt in seinem Sportzug, weil es halt echt ein Teamsport ist. Aber trotzdem einsam sein kann. Ja. Im Vorgespräch festgestellt. Es sei denn, man hat einen Zwillingspartner. Genau. Das sind die Rollen nicht so selten. Aber man braucht auch manchmal die ein Training allein. Dass man mal wieder selber einfach so fährt, wie man sich das vorstellt und seine Geschwindigkeit. Obwohl wir ja wirklich von den Werten her sehr ähnlich sind und wirklich Grundlage haben, fahren wir gleich schnell und Intervalle macht halt jeder so seiniges. Aber sonst sind schon die meisten Trainings gemeinsam. Was war so der schönste Moment bisher in eurer Karriere? Also der schönste Moment war, wie wir vom Team in einem OC-Rennen, in einem Profi-Rennen, haben wir einen Doppelsieg gehabt, erste, zweite. Und es war so ein richtiger Teamerfolg. Und der Moment dann im Ziel, wo wir das Team waren, was sich freuen hat können, das ist das ganze Team, wir haben uns alle im Arm. Und es war, also das ist wirklich das ein Moment, der, bleibt, der hat sich echt eingebrannt irgendwie. Ich habe da die Rolle gehabt, dass ich ein Leadout mache, also vorfahren, so von Kilometer
3 bis Kilometer 2 vom Ziel und dann haben wir die nächste Runde gehabt. Und ich habe ja da nichts mitgekriegt, wer gewonnen hat. Und ich komme ins Ziel und alle haben geweint, oder? Und ich habe mir gedacht, jetzt haben wir es nicht geschafft. Dabei haben wir Platz 1 und 2 gemacht. Das ja, war, das, also wenn mich jemand fragen würde, wie haben wir das gemacht, ich weiß es nicht. Das war einfach, ich glaube, sowas geht nicht einmal auf. Also es war echt der perfekte Tag. Wir haben aber schon drauf, dass die Hälfte aufgeht. Da wusste schon, dann haben wir wirklich vom Team 1, 2 gehabt. Das war, ja. Und es waren auch wirklich alle guten Leute da, weißt du? Also wirklich top besetzt das Rennen. Und da, davor schon auf ein Top 10 oder sowas. Da ist man ja schon zufrieden und denkt sich, ja, super. Aber dann auch noch 1, 2, so. Das war wirklich eigentlich einer von den schönsten Momente. Und der erste Staatsmeistertitel auf der Straße. Ich glaube, das war auch ganz cool. Ja. Da haben wir uns auch gefreut. Was macht denn einen guten Radsportler aus? Weil kann man, so wie im Fußball heißt es ja oft, der hat Talent. Oder im Tennis, der hat Talent. Gibt es das beim Radfahren auch, dass man sagt, weil was ist der Talent? Also es ist man ja eigentlich nur eiserner Wille, oder? Ja, also glaub, man muss sicher nicht so viel Talent haben wie beim Skifahren oder beim Fußball. Weil technisch ist halt nicht so Anforderung. Nicht so Anforderung, aber du musst halt, ja. Ich glaube, dass recht stolz sein, gell, dass der Kopf wichtiger ist wie der Körper, weil jeder Radfahrer trainiert viel, wenn er zum Rennen hingeht. Also wenn es jetzt live ein Training gegangen hat, ist der, der was am meisten trainiert, der Sieger, aber und du musst dann eine Stärke arbeiten, weil es gibt halt verschiedene Typen. Es gibt halt die Bergfahrer, die Sprinter, die Zeitfahrer, die Allrounder. Und wenn du halt nicht auf deine Stärken dich fokussierst, dann kannst du es vergessen. Also als Sprinter, bei mir zum Beispiel, muss ich halt schauen, dass ich schnell bleibe, spritzig bleibe. Und ja, das bringt einem Bergfahrer nichts. Der muss nicht, 1400 Watt treten. Also das ist ein richtig gutes Learning, an den Stärken zu arbeiten. Ja. Weil oftmals sagt man, okay, das ist meine Schwäche und das ist meine Schwäche. Und die, es gibt immer viel mehr Schwächen als wie Stärken im Normalfall. Und dann fokussiert man sich eigentlich aber nicht auf das, was eigentlich die Person ausmacht. Ja. Also man muss schon, also wieder Beispiel Sprinter, man muss schon über gewisse Berge oder Hügel eben drüber kommen. Aber dass du zum das Sprint ist ja nicht, hinkommst. Dass du zum Sprint hinkommst, aber das ist ja dann nicht deine Aufgabe. Du musst ja dann zum Schluss schnell sein, für ein paar Sekunden, für 300 Meter. Und wenn du daran nicht arbeitest, dann wirst du nie zu den Besten zählen. Also das ist vielleicht auch ein bisschen anders, dass du bei einem anderen Sportart deine Schwächen ausgleichen musst. Und da musst du vielleicht wirklich speziell auf deine Stärken schauen. Wenn du der Beste sein willst, schon, ja. Was sind deine Stärken? Ich bin eher so der Allrounder. So die Klassikrennen, wenn ein bisschen so Hügel drin ist. Ich mag es nicht, wenn es zu steil ist, aber ein bisschen längere Berge sind auch okay. Und also wenn man es jetzt zeitlich einteilt, dann ist für mich Belastungen bis zu 5 Minuten. Und ab 5 Minuten länger ist dann das, was für die Christina wo die Christina dann, also das sieht man bei ein paar Leistungstests auch ganz gut. Bis zu 5 Minuten hin habe ich eigentlich die besseren Werte. Und 5 Minuten ist dann wirklich so, wo man gleich auf sind, einmal der und dann ist eigentlich nur die Christina was bessere Wattzahl treten kann. Das sind so in Ausreißergruppen oder so, muss ich auf Probieren reinkommen oder halt dann die längeren Leadout-Phasen, da bin ich dann einteilt. Kann man eigentlich selbst bestimmen, was für ein Typ man ist oder ist das an irgendetwas gebunden? Ist das an die Muskulatur oder so? Also hängt das von der Grundmuskulatur ab oder vom Muskelaufbau? Ja, das hängt vom Muskelaufbau ab, von den Fasern. Und eben wenn du die Slow-Switch-Phasen, glaube ich, hast, oder? Also ganz genau kenne ich mich jetzt auch nicht aus, aber als Sprinter hast du halt einfach die Spritzigkeit und wenn du das nicht hast, dann wirst du auch nie Sprinter werden. Also das aber wirst du auch nie werden dann. Ich finde schon, dass Sprinter eine andere Mentalität haben als wie Bergfahrer zum Beispiel. Oder ja, aber natürlich, wenn du jetzt Bergfahrer bist und dann noch mit 5 anderen zur Ziellinie kommst, dann musst du dann schon auch wieder der beste Sprinter von den Bergfahrern sein. Also du musst es schon auch beherrschen. Also es ist jetzt nicht so, dass du es komplett vernachlässigen kannst. Es ist halt sehr komplex, an was man dann arbeiten muss. Ja. Was gibt es für verschiedene Mentalitäten eigentlich im Radsport? Also du hast es soeben angesprochen, Christina, dass es eigentlich zwischen den verschiedenen Typen auch andere Mentalitäten gibt. Wie sehen die aus? Ich glaube halt, als Sprinter, da musst du Ellbogen ausstellen, weil sie nicht wahrscheinlich gewinnen. Das ist jetzt ja gar nichts Negatives oder so, aber du musst halt Ellbogen ausstellen und die durchsetzen können. Und sicher machst du das als Bergfahrer auch, aber wenn du da mal zum Berg hinkommst und dann musst du das durchziehen. Es sind andere Stärken, mentale Stärken, die du als Bergfahrer brauchst, so auf die Länge gesehen, weil die Berge, was zum Beispiel bei der Tour de France sind, die sind ja ewig lang, dass du da umschalten kannst und das durchziehst, das ist ganz besonders, wie wenn du von den letzten 5 Kilometer von einer flachen Etappe dann alles geben musst.
Das ist, ja. Ich glaube, so, wenn man so allgemein über Spitze sagen kann, dann kann man sagen, die Sprinter sind die lockeren Typen und die Bergfrauen sind ein bisschen so fokussierter. Fokussierter kann man jetzt nicht sagen. Nicht? Nein, die sind, ich weiß nicht. Ein bisschen ernster vielleicht. Ja. Muss man anders sein. Wie würdet ihr eure Mentalität beschreiben? Ganz unterschiedlich eigentlich. Ja. Also, wir sind schon verschieden. Deswegen. Ja, aber selber. Manchmal geht man ja lockerer an die Sache heran und manchmal ist man dann doch wieder mit vollem Ernst dabei. Und also es wird echt unterschiedlich. Also ich merke vor, es ist ganz verschieden. Ich weiß nicht, du bist halt oft in der Rolle gewesen als Sprinter. Deswegen hast du das ist schon ein Druck, wenn alle für dich arbeiten und dann zum Schluss musst du es durchziehen. Und ich bin halt oft, dass ich irgendeine Helferposition gehabt habe, das ist schon auch wieder eine andere Mentalität, sich bei beim Aufzufahren oder so. Und was man oft bei den Elhelfern von der Tour oder sind bei den großen Rennen halt sieht. Und dann, du musst halt mit dem Druck umgehen können, dass jeder für dich das geleistet hat. Deswegen muss man es auch mal handeln können. Wie holt ihr euch den mentalen Ausgleich? Also ihr habt ja jetzt letztes Jahr Bargleiten angefangen, oder? Genau. Ja, also das wollte man eigentlich schon lange mal machen. Dann ist die Corona-Zeit gekommen. Ja, und dann ist Corona gekommen und dann, wo wir eigentlich mal durch Rennen sind abgesagt worden und wir haben schon trainiert daheim fleißig, aber es war mal nicht viel los. Und dann haben wir gesagt, ja okay, jetzt, wenn dann jetzt, wir müssen jetzt starten. Und dann haben wir eigentlich die Ausbildung gemacht und bei uns da ist ja Bargleitparadies, also es kommen ja viele Leute her, um bei uns zu Bargleiten. Und es ist echt lässig. Also uns macht es voll Spaß. Ich hoffe, das ist der erste Sportart, was wir gemacht haben, was nicht anstrengend ist. Ja. Wo es leider abgeht. Ja. Also man macht jetzt Hike and Fly, dann ist schon, bis man dann im Berg oben ist, dann hat man schon auch wieder was da. Aber sonst, wenn man jetzt wirklich mit der Gondel hochfällt, bergauf startet, dann ist es halt wirklich Genuss. Mhm. Genussmomente. Sucht ihr auch eigentlich immer irgendwelche Challenges? Also, weil wenn es heißt, okay, das ist der einzige Sport oder der einzige Ausgleich, wo man sich jetzt nicht unbedingt so anstrengen muss, das heißt irgendwie im anderen Schluss, dass man halt sich quasi immer irgendwelche Sachen sucht, wo man sich battlen kann oder was halt messbar ist. Also wenn ich zum Beispiel jetzt einfach an die Schulzeit zurückdenke, Völkerball oder Merkball, das war, da ist es um Leben und Tod gegangen. Also da haben alles gegeben. Ich hatte echt immer die Letzte. Ja, und zum Beispiel jetzt auch, wir trainieren im Olympiazentrum und hat es mal in der Saisonspause oder halt im Übergang hat es mal so eine Challenge gegeben, wo wir mal so Übungen machen müssen. Also teilweise auch Balanceübungen und alles Mögliche. Und da Gewinner hat halt dann irgendwas bekommen und wir auch total fanatisch gleich wieder dabei und voll drin haben uns voll eingehängt, damit wir das auch schaffen. Und die Christina, du hast gewonnen dann, gell? Ja. Und ich glaube schon, dass wir dann immer irgendwie. Aber wir mögen das schon gerne uns zu pushen. Wenn mal kein Wettkampf ist, dann machen wir keinen Rise and Fall mit in Meierhofen, weil es halt eben gleich da ums Eck ist bei uns und halt wieder Wettkampf ist. Es ist jetzt nicht, weil wir besser sein wollen wie alle anderen oder so. Das ist überhaupt nicht, sondern ich denke mal oft, das gibt es ja nicht, dass ich das nicht kann oder dass ich das nicht lernen konnte oder sowas. Deswegen, wenn ich es dann geschafft habe, dann bin ich dann sind wir zufrieden, oder? Das ist jetzt nicht. Ja, ich denke, aber es muss möglich sein, es zu schaffen. Ja, auch wenn es jetzt manchmal nicht so aufgegangen ist, aber man hat es trotzdem probiert und hat was probiert und hat sich getraut. Ja. Schon allein das pusht einen dann wieder, etwas auszuprobieren, so eine Challenge einzugehen. Wie wird man denn im Freundeskreis wahrgenommen, wenn man die ganze Zeit so ehrgeizig ist? Weil was ist, wenn man jetzt, Christine Wolf, du hast ja am Anfang angesprochen, du hast den Podcast mit ihr angehört, die hat ja ein Backgammon-Brett durch die Wohnung geschmissen, mehr oder weniger, weil sie gegen ihren Freund verloren hat. Wie werdet ihr im Freundeskreis wahrgenommen? Also sie hat gesagt, sie ist sich nicht ganz sicher, ob es durch die Luft geflogen ist. Also es gibt anscheinend einen Spielraum in ihrer Geschichte. Ja. Der Freund von ihr hat gesagt, man hat Glück gehabt, dass es keine Verletzte gegeben hat. Also, wie ist also das ich und mein Freund hat das ganz ähnlich beschreibt. Ich weiß nicht, wir haben mal auch mit unseren Freunden Reise nach Jerusalem gespielt. Weißt du, wo immer ein Stall weggeht und dann die Musik. Und wir sind zu sich drin geblieben und ich glaube, das hat 5 Minuten gedauert, bis eine von ihnen so. Das ist echt Dinge. Ja, oder wenn ich mit meinem Freund Karten spiele oder Watten tue, er hat gesagt, ich bin echt ein schlechter Verlierer. Also, das ist wirklich. Ja. Aber ich glaube, das sind alle Sportler so. Ja. Wir haben mal Monopoly gespielt in unserem Team.
Wir sind echt zerstritten gewesen. Also zu viel jetzt. Also ja. Zwei andere Teamkolleginnen haben Monopoly gespielt. Und wenn halt dann wieder auf ein Feld kam, bist du vor einer und dann musst du ja was zahlen müssen und so. Und nach, das will ich da jetzt abkaufen. Und wo echt, also da war immer ein volles Battle, wer das jetzt gewinnt. Aber das ist generell bei Sportlagari. Das ist mir aufgefallen. Ja. Wenn es geht, dann will man nicht verlieren. Aber wie geht sie dann mit den Glaubenssätzen von anderen um? Weil es heißt, es gibt sicher mal die ein oder andere Aussage, was heißt, musst du immer so ehrgeizig sein? Oder muss das sein? Oder kann man nicht einmal weniger machen? Oder muss sich alles in dem Radsport drin? Also wie geht es ihr mit den äußerlichen Faktoren um? Also ich glaube, dass wenn wir jetzt mit Freunden unterwegs sind, dann spielt Radfahren eh nicht so die große Rolle, weil man selber gerne wieder mal ein bisschen abwechseln und das wieder ausschalten. Und die sind es so gewohnt schon, die, ja, die Freunde. Die sind es, ja, ich kann echt sagen, da ist eigentlich totales Verständnis. Und sie konnten ja auch sagen, ich sei jetzt nie da oder man sieht eigentlich viermal im Jahr und sind jetzt eh die halbe Zeit nicht da. Aber sie verstehen eigentlich, was wir da machen und es ist schon ein Ernst dahinter ist und schon sehr professionell abläuft. Und also wir haben schon den Eindruck, dass sie es verstehen. Wenn man halt neue Leute kennenlernt oder mit nicht so gut bekannten Leuten etwas redet, die sagen halt oft, man, das könnte ich nie machen oder sowas. Oder, und das ist ja auch nicht so, dass wir vor einem Jahr oder vor einem Tag auf dem anderen das jetzt genauso gemacht haben, sondern es hat sich auch über die Zeit entwickelt, dass immer mehr geworden ist. Ja. Ich glaube schon, dass das jeder machen kann. Nur wir haben auch, wir sind keine froh sein, dass wir die Möglichkeit gekriegt haben, wo wir klar waren, dass wir das jetzt so weit machen haben darf, und das soll ja auch nicht jeder. Stimmt, ja. Könnt ihr auch loslassen? Also was ist jetzt, wenn ihr am Abend jetzt mit Freunden zum Beispiel essen geht? Sitzt ihr dann da mit einem Salat mit Hühnerstreifen oder könnt ihr auch loslassen und sagen, okay, das ist der Sport und das ist jetzt einfach Privatleben und jetzt genieße ich jetzt einfach mal die Zeit oder spielt das immer eine Rolle? Manchmal mehr, manchmal weniger, manchmal ist es schwierig, manchmal ist es gar nicht schwierig. Manchmal tut es da gar nichts, wenn du jetzt da nicht mehr eine Nachspeise essen kannst oder so. Oder halt, wenn du jetzt sagst, ja, also vor allem in der Wettkampfphase ist halt schon wichtig, dass man nicht zu viel Zucker konsumiert und so weiter. Also wissen wir eh alles. Aber je nachdem, was du gerade für ein Ziel vor Augen hast, dann fällt es dir manchmal voll leicht. Da geht alles so im Flow und dann ist da alles wurscht, wenn du das jetzt nicht essen kannst oder wenn du wusstest, kein Kuchen ist und so. Und manchmal fällt es dir schon schwerer. Da lasst man manchmal nach, ja. Also da, ja. Ausgleich. Ja. Immer. Es ist halt, wenn man auch lernt, zu extrem, bringt sich halt auch nichts. Man verkrampft sich dann leid, wenn man wirklich da Kalorienzählen anfängt und so. Da, das, vielleicht, für ein paar Leute ist es vielleicht das Richtige, aber für uns zum Beispiel und vor allem für mich überhaupt nicht. Ja. Also, du verlierst dann das Gefühl. Ja. Was der und du machst dich wahnsinnig, wenn du jetzt Kalorienzählen umfängst. Das geht gar nicht. Hat's die Phase hat es aber wahrscheinlich schon einmal gegeben, oder? Man, also wenn man sagen kann, das geht gar nicht, dann hat man es meistens schon einmal gegeben. Ja, sicher. Ja. Man schaut ja auch, wie kann man sich optimieren, wie kann man seine Leistung verbessern, was kann ich noch machen. Und dann fängt man halt an und man recherchiert viel, man liest viel. Und der wiegt sein Essen ab, ist auch wieder wie davor das Thema, was machen andere? Der wiegt sein Essen jetzt mal ab, wie viel Gramm da jetzt Reis drauf ist und so. Dann fängt man halt auch mal anschauen, wie viel Kalorien sind da drin. Die Reiskörner zu zählen. Ja. Und ja, das kann schon, also wir haben schon viel Fehler gemacht. Wir sind auch Radfahren gegangen aus der Einheit 4-5 Stunden ohne irgendwas mitzuhaben. Außer, dass du deinen Körper leer immer. Kann in gewissen Phasen kannst es kann sogar sich was bringen, aber auf die Dauer fährst du die Leute leer eigentlich. Also du gibst keine Energie mehr zu und dann kannst du das Training eigentlich vergessen. Bringt sich nichts mehr. Wo ich als Juniorin zu der WM fahren darf, bin ich total übertrieben gehabt, die 2 Monate davor. Also da bin ich voll ins Untergewicht gekommen und so. Und danach, schau, die nächste Saison, das war halt drüber und drunter. Und ich habe echt ein paar Jahre wieder gebraucht, dass ich wieder selber stabil, bis dann, wann ich Hunger habe und so. Ja. Wenn du nur nach Kalorienzellen lebst, da weißt du nicht mehr, wann. Also und das ist vielleicht auch, was vielleicht auch nicht so leicht war für uns, dass wir viele Erfahrungen selber machen müssen. Ja. Wir haben nicht jemanden gehabt, der was so in unserem Umfeld so uns von Anfang an professionell begleitet und gesagt hat, ja, das müssen wir machen und das ist richtig. Sondern wir haben oft selber die harte Erfahrung machen müssen, was ist jetzt wichtig und was nicht. Und das kostet auch viel Zeit dann wieder und es wirft dich dann auch wieder zurück,
wo du dann das wieder aufholen musst, weil du zuerst die Erfahrung machen musst und dann eben aus den Fehlern lernen. Aber ja, also wir sehen dann die Fehler schon ein und dann geht es schon wieder voran. Dann. Sieht man sie wirklich schon, die Fehler? Ja. Also den Fehler mache ich nicht oder mache ich nicht mehr. Den zum Beispiel oder mit Training oft. Ja. Das Übertreiben dann in der Früh aufstehen, wo Schlaf viel wichtiger ist, wo Schlaf tausendmal wichtiger ist, als wenn du in der Früh noch eine Einheit reindruckst. Also mit solchen Sachen. Irgendwann, wenn halt dann, also zuerst haben wir viele Fehler allein machen müssen und dann kommen halt irgendwann Leute, wenn es gut läuft, die wirst du, von jeder Seite sagt der etwas und von der Seite, das musst du halt auch lernen, wem du dann zuhörst oder du kannst dir alles anhören, aber wem du dann vertraust und wem nicht. Deswegen ist halt jeder seine Meinung und jeder möchte sie einbringen. Und ist eh nicht gemeint und so, aber. Ja, da macht man auch mal einen Fehler. Wenn jemand herkommt und dann sehr kompetent wirkt und dann noch was einredet und dann, ja. Vertrauen stehen und dann ist es eigentlich ein Blödsinn. Die Krux ist, dass ja dann niemand die Verantwortung übernimmt. Weil wenn man dann scheitert, wenn man dann scheitert und hingeht und sagt, du hast das gesagt, ich bist ja selber die Schuld, wenn du auf mich hörst. Musst du nicht machen, ja, genau. Es ist aber wirklich so. Ja, sie hätten es ja nicht machen müssen. Das Aber das ist ja auch eigentlich so bei der Kindererziehung mehr oder weniger so, wo einfach Lehrer und Kindergärten und alle und jeder sagt, wie muss man das Kind erziehen. Und was dann aus dem Kind wird, übernimmt dann eigentlich niemand mehr die Verantwortung. Aber jeder sagt, wie es gehört. Aber niemand sagt, okay, das war jetzt mein Fehler oder ich übernehme die Verantwortung dafür und das ist ja eigentlich, und ich glaube, Verantwortung ist ja eigentlich das Größte, was man im Leben haben kann, weil sobald man die Verantwortung für irgendetwas übernimmt, hat man es immer selbst in der Hand, so mehr oder weniger, oder? Genau, ja, stimmt, ja. Ja, als Bordler bist du ja eigentlich auch selbstständig und dann bist du ja selber verantwortlich für das, was aus dir wird oder wie du weit kommst und du bist halt auch verantwortlich, wem du zuhörst und wem nicht oder nach was du lebst und was nicht, deswegen. Wenn es nicht gut läuft, dann nimmt keiner mehr. Nein, aber wenn es gut läuft, dann will jeder Stückchen vom Kuchen genau, abhaben. Ich habe gesagt, dass du das so machst. Oder ist auch witzig, also die ÖM, also die österreichischen Meisterschaften, sind in Österreich immer das wichtigste Rennen, weil wenn du gut bist oder gewinnst, dann auf einmal hörst du wieder von Leuten, von denen du jahrelang nichts mehr gehört hast und sogar der Mama schreibt noch Leute, wo sie eigentlich gar nicht mehr Kontakt oder so, und auf einmal kommen dann wieder Leute daher. Also, wenn es gut läuft, dann ist irgendwie jeder wieder da. Ja, das ist wie wenn man einen Führerschein macht, oder? Vor allem melden sie sich auch alle Leute, was du Jahre nicht mehr gesehen hast, die kriegen irgendwie mit, du hast einen Führerschein, der kommt mir erfahren. Okay, dann melden wir uns jetzt einfach mal wieder und zack, schon haben wir wieder einen Freundeskreis. Oder einen anderen. Wenn du ein Backel Kaugummi hast, mach ich Kaugummi. Ja, dann ist wieder dein Freund. Wo sitzen wir jetzt eigentlich überhaupt? Vielleicht sollte man das auch mal so abschließen. Also es gibt ja authentische Hintergrundgeräusche von Kinderschreien bis Hundebellen, bis LKW was hupen. Ja, im schönen Zillertal, im Kohlerhof. Genau, da haben wir auch ganz dankbar, die haben mich schon unterstützt, bevor wir irgendwann irgendein Ergebnis oder sowas mal gehabt haben. Also die haben schon ganz lang an unserer Seite kommen, so sagen. Ja, das ist auch vor allem in Österreich bei so Randsportarten, wobei jetzt Radfahren eh nicht mehr so als Randsportart bezeichnen kannst, aber wenn man es jetzt mit Fußball vergleicht, dann schon wieder. Vor allem der Nachwuchs und so ist halt abhängig von, eben von Unternehmen und von Sponsoren, Vereinen. Ohne das war das gar nicht möglich. Und da muss man echt für jeden dankbar sein, der was in einen Verein investiert, der was in den Nachwuchs investiert, in Sportler investiert, was echt nicht selbstverständlich ist. Also das muss man echt schätzen und dankbar sein. Das auch wieder sehen, wer da ist. Und ihr habt ja auch das Trainingslager da gehabt, oder? Das letzte Jahr war auch da. Genau, letztes Jahr in der Corona-Zeit, wo es zeitweise keine Corona mehr gegeben hat, waren wir dann da mit unseren Teamkolleginnen. Also wir haben ja ein sehr internationales Team, also sind nicht nur Belgier und Holländer, aber denen hat es halt auch voll getaugt da. Also die haben das richtig genossen. Es war nicht nur ein Trainingslager, sondern für unser Staff, also für die Betreuer und so, war das ein bisschen Urlaub auch, kann man sagen. Ja. Total begeistert gewesen. Was ist so als Mekka beim Radfahren? Also für rennenmäßig ist es schon Belgien. Also generell Europa, aber und für Training ist es Spanien. Wir sind gerne auf Mallorca natürlich. Gran Canaria waren wir den Winter, was uns auch taugt hat, wo es schon sehr bergig ist, aber zum Trainieren eigentlich auch ideal, vor allem weil es halt um einiges auch noch wärmer ist. Und sind halt Spanien, da Girona, Calpe, Valencia, also gibt genügend Orte, wo man gut radfahren kann, auch im Winter. Und die Rennen, vor allem die Eintagesrennen, die sind halt in Belgien daheim. Die großen jetzt wie Flandern, Rundfahrt und so weiter und so weiter. Das ist
Gibt es eigentlich einen großen Unterschied zum Herrensport, also in dem Bereich? Also es gibt ja ganz, ganz wenig Sportarten, wo es eigentlich gleichgestellt sind, also Rennfahren, also richtig Rennen fahren zum Beispiel, oder Motorsport so gesehen. Aber zum Beispiel beim Golf ist ja schon ein Unterschied, ein ziemlich großer Unterschied. Beim Fußball ist es ein gravierender, also verdient irgendwie eine Frau 50.000 Euro pro Jahr und Spieler am Tag, so mehr oder weniger, oder Männerspieler am Tag. Ja. Wie ist so der Unterschied zwischen Männern und Frauen in dem Bereich? Ist der groß? Ja. Sehr groß, aber man muss jetzt auch wieder sagen, und man darf nicht schimpfen, weil es geht schon auf, es geht in viel voran. Es geht auf alle Fälle in die richtige Richtung. Und, wer setzt sich da ein? Oder wer ist da dran? Der Verband, der internationale Verband will die großen Fahrerinnen. Die großen Fahrerinnen, die Teams selber sagen schon mittlerweile, ja, wir machen parallel zu unserem Männerteam, zum Profiteam, ein Frauenteam. Aber ich glaube, was halt noch fehlt, ist halt schneller vorangegangen, ist halt die Medienaufmerksamkeit, weil kein Sponsor möchte ein Team sponsern, die was nie in den Medien siehst, was nie im Fernsehen siehst, deswegen. Das müssen besser werden. Es war teilweise hilfreicher, mehr in die Medien zu investieren, als wie in Preisgelder und so. Weil viele ja schimpfen, ja, die Männer verdienen so und so viel pro Rennen, Sieger und so weiter, und bei den Frauen sind es ein paar hundert Euro. Aber wirksamer wäre wirklich in die Medien zu investieren, wirklich einmal da gescheit Fernsehminuten, also das Rennen zu übertragen, das halbe Rennen oder sogar das komplette Rennen. Muss ja auch nicht sein, aber zumindest einmal das halbe Rennen. Und das bringt das dann weiter, weil mehr Leute schauen dann, mehr Leute schalten ein, die Medien merken, okay, das ist interessant, dann schalten sich Sponsoren dazu und so entwickelt sich das. Zum Beispiel heuer ist bei den Belgien-Rennen ein paar einige, haben wir noch die Männer stark gehabt, damit wir auch noch die Männer Ziel haben, damit das quasi Primetime ist, wo die Frauen Zielanlauf haben. Und das damit mehrere Leute einschalten. Und das war, glaube ich, auch ganz erfolgreich eigentlich, gell? Also waren sie schon zufrieden dann. Ja. Man möchte aber einen Unterschied, dass wenn wir Rennen haben, wo am gleichen Tag, am gleichen Ort die Männer auch Rennen haben, dann ist da ganz ein anderer Trubel. Das ist jetzt nicht allzu oft. Das ist nur bei World Tour Rennen eigentlich ab und zu der Fall. Und ja, das war halt cool, wenn es das dann öfter gibt. Genau. Aber es gibt auch so große Rundfahrten schon in, keine Ahnung, Dubai und so. Da gibt es zuerst das Frauenrennen, dann das Männerrennen. Und also es, ich glaube, man darf sich beschweren. Ja. Es geht auf alle Fälle schlimmer und es geht in die richtige Richtung. Sehr schön, sehr schön. Wir nähern uns dem Ende. Die letzte Frage. Was möchtet ihr noch sagen? Sag du. Ich hoffe nicht den Satz, der was im Vorgespräch gefallen ist. Nein, sind wir positiv. Nein, also ich würde sagen, immer weitermachen, wenn es noch nicht so gut geht, weil das ist überall. Ja. Und das werden wir auch noch weitermachen, weil wir haben nur viele Ziele vor uns. Und nachher vielleicht, was wir auch gelernt haben, ist, dass es ist nicht immer alles Sonnenschein, aber man kann auch irgendwie aus jeder Situation irgendwie noch was lernen, Positives rausholen und wirklich was daraus lernen, auch, ja? Was man dann weiterbringt und ja, einfach weiter drum glauben und nicht aufgeben, nicht so schnell aufgeben, ja, weitermachen. Genau. Gut, es hat mich sehr gefreut. Vielen, vielen Dank für eure Zeit. Schön, dass wir uns im Zillertal getroffen haben. Wir waren schon länger nicht mehr da. Ja, auf dem Kohlauf schon lange nicht mehr. Gut, vielen, vielen Dank für alles. Euch weiterhin viel Erfolg und danke an alle, die da draußen zugehört haben. Danke. Ja, wir sagen danke. Ciao. Schön, dass du den Podcast bis zum Ende angehört hast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, kannst du den Podcast gerne abonnieren.